Marie Drostetz bei mir im Studio. Wir haben es gerade gehört, die Gegenoffensive aktuell mit wenig Tempo, wenig Erfolge auf beiden Seiten. Und noch dazu kommt jetzt immer mehr Kritik aus dem Westen an der Ukraine. Christoph Wann hat es gerade schon angesprochen, die Bundeswehr ist da auch mit dabei. Es gibt da ein Papier. Was sind da genau die Punkte, die man an der Ukraine kritisiert? Das ist schon inzwischen ziemlich komplex, die Analyse, denn man hatte sich offensichtlich deutlich mehr erwartet. Man hat ja viel investiert in militärische Ausrüstung und eben auch in die Ausbildung der Ukrainer. Und da geht es schon los mit den Problemen. Ja, in der ersten Hälfte dieses Jahres hat man ja im Westen, also in Großbritannien und auch in Deutschland, bis zu 20.000 Ukrainer geschult an westlichen Waffen. Das hat man meistens eben auf deutschem oder britischem Gebiet getan. Wegen der Sicherheit hat das an einzelnen auch westlichen Waffen natürlich trainiert. Und das Problem, was es offenbar gab, dass jetzt in der Analyse vieler Militärexperten und auch einem internen Bericht der Bundeswehr, dass das Problem eben ist, dass teilweise die Soldaten gut ausgebildet werden, so entsprechend auch nach Hause zurückkommen, aber eben die Führungs- und Kommandostruktur gar nicht auf diesem Stand ist. Das nächste Problem ist eben auch, dass auch diese westlichen Waffen im Verbund, wie sie ja eigentlich gefahren werden sollen, gar nicht so einfach zu koordinieren sind, gar nicht so einfach auszurollen sind und eben gerade diese NATO-Standards auch durchzusetzen, ist innerhalb eines Krieges, das wirklich auch in die Praxis umzusetzen, enorm schwierig. Ein weiteres Problem ist eben auch, wie die Ukrainer diese Informationen anwenden. Zum einen konnten sie eben auch viele ihrer eigenen Waffen nicht mitnehmen in diese Trainings. Da waren oft hohe bürokratische Hürden. Also da geht es um deren IT-Steuerungssysteme oder auch Drohnen, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, die enorm wichtig sind. Das fehlte eben dabei. Und genau deswegen ist dieses Trainieren im Verbund so schwierig gewesen. Und auch der Einsatz der ukrainischen Soldaten, der stößt etwas auf Irritationen bei Militärexperten. Dazu haben wir auch Professor Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr mal gefragt, der genau auch zu diesem Conclusio kommt. Es ist allerdings, das muss man dazu sagen, etwas irritierend, wenn man sich anschaut, wie die Ukraine dort vorgeht, taktisch. Da stellt sich doch die Frage, was eigentlich gelernt worden ist bei der Ausbildung in Großbritannien und in der Bundesrepublik Deutschland oder ob sozusagen das Gelernte dort von den Kommandeuren komplett über den Haufen geworfen ist, weil teilweise ergibt es keinen Sinn, wie hier sozusagen Brigaden nochmal zerstückelt werden und in ganz, ganz kleinen Verbänden irgendwelche Positionen erobern sollen. Ja, wenn Professor Marzer da von ganz kleinen Verbänden spricht, dann gehen wir es von so 10 bis 30 Leuten aus. Und das Problem ist eben, wenn man so kleine Truppen unterwegs hat, kann es sehr schnell auch zum Friendly Fire kommen. Also, dass ich sozusagen meine eigenen Truppen beschieße, weil ich sozusagen die Freund-Feind-Kennung in diesem kleinen Sektor gar nicht mehr richtig durchsetzen kann. Tja, was brauchen die Ukrainer eigentlich? Wie funktioniert dieses Kämpfen im Verbund? Das ist eben einerseits erstmal mit Haubitzen entsprechend Unterstützung, dann Minenräumtrupps. Und was hier so klein aussieht, also wie man eben eine kleine Minenhürde, ist durch die Russen inzwischen ja wirklich massiv ausgeweitet worden. Also wir sprechen da von Minenfeldern, die sind so, ich sag mal, 200 bis 500 Meter in der Tiefe. Und das erstmal entsprechend zu überbrücken, ist schwierig, zumal den Ukrainern da wirklich auch entsprechend das Material fehlt. Flugabwehrsysteme, man hat ja zum Beispiel das IRIS-T-System, hat auch Deutschland geliefert, sowas hat man. Aber das Problem ist eben auch wieder, wir sehen, dass hier die Unterstützung dann eigentlich auch aus der Luft durch eben Hubschrauber, durch Kampfjets, Kampfflugzeuge. Das ist etwas, was die Ukrainer ja auch immer wieder gefordert haben, was in Teilen so auch noch nicht so stark geliefert worden ist. Kampfeinheit mit schwerem Gerät muss dann auch entsprechend dazukommen. Und wenn man auf die, ja, ich sag mal, auf die Taktik im Kriegsgeschehen guckt, dann sind das wirklich statt dieser kontrollierten Manöver mit mehreren Verbundwaffen, ist das momentan eher so Feuer nach Feuer. Und deswegen wird es offenbar relativ schwierig, das sagen zumindest die Militärexperten und auch die Bundeswehr, da wirklich auch Durchbrüche durch die ja massiven Stellungen zu schaffen. Das nächste Problem, was man auch hat, das ist eben auch, dass ja entsprechend die Russen sehr viel Zeit hatten, ihre Verteidigungslinien weiter aufzubauen. Da hat man einfach wichtige Zeit im Westen auch verspielt. Und insofern die Analyse, die dabei rauskommt, es kommt nicht richtig voran. Und wenn das so weitergeht, dann dürfte dieser Stellungskrieg wirklich noch eine ganze Weile dauern. Ja, eine ehrliche, eine scharfe Analyse, die wir da wirklich an verschiedener Front inzwischen auch sehen. Und so einen richtig guten Ausblick, den gibt es auf dieses Kriegsgeschehen wirklich auch nicht. Danach klingt es nicht. Marie, danke dir. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt,
dann einmal hier klicken.